Mazda stellt für Ihr Fahrzeug verschiedene Audiosysteme zur Wahl. Ist Ihr Fahrzeug mit einem anderen Audiosystem als dem im Video gezeigten ausgestattet, lesen Sie bitte Ihre Betriebsanleitung für weitere Informationen. Sie können das Audiosystem über den Commander-Knopf, den Touchscreen oder die Audiotasten am Lenkrad bedienen. In einigen Sprachen ist die Steuerung auch mittels Sprachbefehlen möglich. Um auf das Audiosystem zuzugreifen, neigen oder drehen Sie den Commander-Knopf und setzen den Cursor auf dieses Symbol. Nun den Commander-Knopf drücken, damit der Audiobildschirm erscheint. Diesen Regler drehen, um die Lautstärke einzustellen, oder zum Stummschalten drücken. Mit der Favoritentaste erhalten Sie Zugriff auf bis zu 50 speicherbare Sender. Zum Speichern eines neuen Senders diese Taste länger drücken. Die Favoritenliste umfasst AM, FM und DAB Radio. DAB steht für Digital Audio Broadcasting. Der Empfang hängt von der Verfügbarkeit der Signale vor Ort ab. Mit dem DAB-System können Sie digitale Satellitensender auf Ihrem Mazda-Audiosystem empfangen. Neben mehr Auswahl gewährt dieses System einen besseren Empfang und erhöhte Bedienungsfreundlichkeit. Zur Klangregelung berühren Sie dieses Symbol auf dem Hauptbildschirm. Das Einstellungsmenü erscheint. Wählen Sie dann diese Registerkarte, um Bässe, Höhen, Fader, Abgleich und so weiter einzustellen. Der Touchscreen reagiert auf Berühren, Antippen sowie Schieben oder Wischen, jedoch nicht auf Zusammenziehen. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung des Touchscreens nur möglich ist, wenn das Fahrzeug steht oder mit maximal 7 km/h fährt. Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Touchscreen gesperrt. Nach Berühren des Sendersuchsymbols auf dem Touchscreen können Sie AM- oder FM-Radiosender über Ihre Frequenz einstellen. Zur Steuerung des Audiosystems ist es häufig praktischer, die Audiotasten am Lenkrad zu verwenden. Die Mute-Taste schaltet das System stumm bzw. wieder hörbar. Drücken Sie die Suchlauftaste, um auf den nächsten oder vorherigen gespeicherten Sender zu wechseln. Durch längeres Drücken der Suchlauftaste können Sie alle empfangbaren Sender, ob gespeichert oder nicht, der Reihe nach anhören. Die Suchlauftaste führt auch Titelsuche und Titelsprung in anderen Medien wie USB-Audio oder CDs aus. Falls in der Fahrzeugausstattung vorhanden, können Sie das Audiosystem auch per Sprachsteuerung aktivieren. Dazu die Talk-Taste am Lenkrad drücken und nach dem Piepton den Befehl sprechen. Sprechen Sie dazu mit klarer, natürlicher Stimme, weder zu langsam noch zu schnell. Sagen Sie Wiedergabe und nennen Sie dann das abzuspielende Medium. Der Sprachbefehl Wiedergabe AM schaltet auf Mittelwelle. Wiedergabe CD schaltet die im CD-Player geladene CD auf Wiedergabe. Durch Aussprechen von Aha oder Stitcher schalten Sie auf diese Apps und so weiter. Die komplette Befehlsliste finden Sie in der Betriebsanleitung. Bitte beachten Sie, dass vor Verwendung von Aha oder Stitcher als Audioquellen diese Apps auf Ihrem Mobiltelefon installiert sein müssen. Durch die Nutzung dieser Apps können je nach Mobilfunkvertrag Gebühren anfallen, insbesondere im Ausland. Ihr Fahrzeug verfügt über einen USB- sowie einen AUX-Anschluss, über die Sie Ihren iPod, USB-Geräte oder MP3-Player mit dem Audiosystem des Fahrzeugs verbinden können. Schließen Sie einfach Ihr Gerät an, schalten Sie dann das Audiosystem des Fahrzeugs ein und wählen Sie AUX oder USB im Menü. Bei Verwendung des USB-Anschlusses können Sie Ihr USB-Gerät über das Audio-Deck oder die Audiotasten am Lenkrad bedienen. Bei Anschluss eines Gerätes über die AUX-Buchse erfolgt die Steuerung der Wiedergabe über den Player selbst. Falls Sie Ihre Musik ohne Kabelverbindung hören möchten, können Sie dazu Bluetooth Audio im Audio-Hauptbildschirm wählen. Verwenden Sie diese Tasten, um Titel abzuspielen oder durch Listen zu navigieren. Falls Ihr Bluetooth-Gerät bereits als Telefon gekoppelt ist, können Sie es direkt als Audio-Player verwenden. Um ein Gerät zu koppeln, das kein Mobiltelefon ist, das Kommunikationssymbol antippen, Einstellungen und dann Bluetooth wählen. Wählen Sie Neues Gerät hinzufügen. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Eintrag Mazda. Vergewissern Sie sich, dass die Codes auf dem Display des Geräts und auf dem Bildschirm des Fahrzeugs identisch sind. Dann Ja antippen, um die Koppelung abzuschließen. Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie in der Betriebsanleitung.